Hallöchen und willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Schön, dass du da bist. Ach, verdammt. Hat einen Zettel. Okay, wow. Okay. Halsballen, ei, ei, ei. Oh. Oh, verdammt. Oh, da verkaufen wir die halt. Zetor Kristall. Kristall. Sagt mir jetzt nächster bin. Ich hasse diesen Zug. Ich hasse. Ich bin schon gerade zum fünften Mal, seit ich diesen Spielstand habe, gerammt worden. Das gibt's nicht. Also irgendwas mache ich definitiv heute falsch. Also nicht nur heute. aber auch so. Okay. Dann halte ich doch mal an die Verkehrsregeln. Dann dürfte ich gar nicht fahren. Danke, Manu, fürs Einlegen. Ja, super. Okay, ich glaube, da müsste ich gleich mal googeln, was dieser ein Zeta Kristall da ist. Also wenn es ein älterer Traktor ist, dann bist du dann polnische Map. Da nämlich auch erst noch ein Video gesehen. Aber naja. So, ja. Ach so. Okay. Ah, das hat mich wohl voll erwischt. Ja, okay. Ich hab mir volls Eigentor gerade geschossen. Muss man gerade mal dazu nehmen, ne? Ach Mann, ey. Ich hab halt gedacht, das wäre halt noch ein älteres Modell. Also so wie, Entschuldigung, das war dann mein Fehler. Also ich habe halt nur wirklich gedacht, das war so wie früher der Bührer, ne? So ein ganz alter. Ach du lieber Herrgott. Aber selbst die sind auch schön. Da wollen wir das wollen wir nicht verneinen, ne?
Dankeschön. Dann, mein Lieber, darf ich dir... Dann darf ich dir was empfehlen. Also nicht, dass ich Werbung machen will, aber... falls du gerne mal so... Experimente sehen willst, dann geh mal bei mir auf den YouTube-Kanal. Habe ich unter der unter dem Stream. Da steht Haut Bellerin experimentell. Da wirst du noch mehr Fehler finden. Also ich versuche zwar realistisch zu fahren oder realistisch das zu betreiben, aber glaub mir, das wird lustig. Da hast du auf jeden Fall was zu lachen. Also mein Motto auch. Die Leute ein bisschen aus dem Alltag rausbringen, aber dafür auch guten Content. So. Wie zum Beispiel, siehe fliegende Balken. Oh. Also, was lernt man daraus? Selbst muss da noch Hand anlegen. Ha. Dieser Bart, ne? Dieser komische Vogel da. Nein. Es gibt auch noch ein anderes Projekt, was ich früher hatte. Und zwar habe ich mit dem... Vielleicht kennst du ja den Knust. Ja, auf Twitch. Damit kennst dich ja aus Kappa. Vielen Dank. mit dem habe ich zusammen mal auf der Osada gespielt. Ist auch eine Playliste. Und er ist vom Beruf eigentlich Bäcker. Also. Und erstmal, wenn der Monster so zwischen 5 und 6 hier seine Pause hatte, haben wir dann immer so 2 Stunden, 1,5 Stunden mal LS gespielt. Eigentlich ein richtig cooler Typ, der hat jetzt auch ein neues Projekt, eine Story, die er da spielt, zurück aufs Prosnowska. Aufs polnische Map, also wirklich ist sehr interessant. Bloß ich kann es nicht aussprechen. Und ja, sehe mich. Manu, du musst noch 2 Sachen klippen hier. Ich habe schon wieder einen Unfall gebaut. Mann. Ja, fahr mal vorwärts, nicht rückwärts. Willst du links in die. Ey Leute, ich glaube für heute ist... Also wenn das nächste Woche so abgeht, wenn ich die ETS-2-Woche mache. Ja, Prost Mahlzeit, ey. 12 Stunden auf dem Bock und dann nicht fahren können. Da könnt ihr euch schon mal eine Strichliste machen, ey. Ja, das stimmt, das Best-of, ja. Best-of Oktober kommt ja noch. Aber ich habe die wenigen Clips, die im September waren, die habe ich mitten Oktober reingemacht, also die kommen dann auch noch. So wie mir auf der Haut Bellerin, ich habe es leider nicht aufgenommen. Okay. Denn wenn du Zeit hast, wie gesagt, kannst du gerne denn bei mir auf dem Discord kommen, mir den Link schicken oder schickst du gerade an meinen Moderator Manu, der schickt dann an mich weiter. Weil wie gesagt, ich habe auf einer Karte. Es ist eine kleine, oder wie gesagt, vom Standardspiel her gibt es auch eine kleine Karte. Weil ich möchte mich irgendwann von diesem Auto... Also ich möchte halt mit dem Schaltgetriebe schon irgendwann mich damit befassen. Weil ich im 19er mir auch selber schon mal für den Klaas... Da kam mir das schöne Klaas-DLC raus. Ja, ich bin Klaas-Fan, aber ihr seht, ich fahre auch gerne anderes. Weil irgendwann dauernd noch Glas zu fahren, wird auch langweilig. Oder Manu wird jetzt sagen, was, du fährst ein Glas? Du fährst ja alles zu Bruch.
Was für ein bayerischer Flachwitz da. Achso. Ja, Füße hoch geht ja schlecht. So, wir gucken nach rechts, wir gucken nach links, ist frei, gib mal Gas. Kaputt. Erst zunächst einen neuen. Okay. Kurze Frage, 19er hast du auch gezockt oder nur den. Ja. Beides? Oh ja. Also, wie gesagt, ich habe den 19er noch auf meiner Platte. Ich habe noch einen alten Spielstand. Ich zocke gerne noch den 19er, aber wenn halt immer sowas Aktuelles reinkommt, dann. Oh. Bekanntlich nach dem Motto, ich zocke halt das, auf was ich halt gerade Bock habe. Aber trotzdem versuche ich den Wunsch der Community, wie jetzt zum Beispiel in der nächsten Zeit, Manu, ich weiß nicht, ob er sich nochmal gemeldet hat, wegen 7 Days to D. 7 Day to D. Ah, okay. Cool. Ja, ja, weißt du, ich hab, ich find's halt ein bisschen schade bei manchen Zuschauern, ich kann's ja sowieso nicht beeinflussen. Das ist mir ja klar, aber gerade was so. Seven. Ach so, okay, ja. Nein, hat er nicht, okay. Ganz kurz, Elias. Ich zock gerne realistisch. Ich zock sehr gerne realistisch. Vielleicht zeigt dir ja die Seitenkonsole was. Also nicht von die hier, sondern die Seitenkonsole, wo es da bei denen zu bestellen gibt. Und. Ja, das schieben wir halt mal das weg. Ah, ich bin also voll. Alles klar. Ich habe zwar jetzt keinen Platz mehr, aber ich fand, wenn man sich so viel Mühe gibt, unterstütze ich gern so Leute. Ja. Du kannst nicht mit dem Trailer durch den Pfosten fahren. Genau. Zu dem Thema, also ich habe alles. Ich habe noch das alte, das Logitech G27. So, machen wir mal alles zu. Ich weiß, es sieht nicht ordnungsgemäß aus. Aber sein muss, muss sein. Aber ich wollte mal zumindest mal etwas aufbauen. Etwas aufbauen, wo ich sagen kann, vom Lenkrad her, du kannst alles auf alle Spiele anwenden. Also von dem gleichen Prinzip her. Ne? Wenig Tastatur benutzen, viel mit Elektronik halt. Nur ist es leider so, dass ich, man hat es ja vorhin kurz gesehen, dass manche Tastenbelegungen sich einfach überschneiden. Ah, wenn jetzt Sus noch da wäre, der wüsste, wovon ich reden würde. Hoppala. Ja, das stimmt, das ist wahr, aber wie gesagt. Hallo Peti, schön, dass du da bist. aber man versucht's, ne? Aber ich würde gerne mal so einen Tag. Wirklich mal einen Tag. Halla, da ist die Null. Haben wir schon die Streamzeitende erreicht. Naja, jetzt machen wir das weiter. Jetzt setze ich halt noch ein bisschen was dran. Und zwar würde ich gerne mal einen Tag wirklich mal auf dem Bauernhof wirklich mal mithelfen. Oder wenn sogar noch länger. Einfach mal um die Erfahrung einfach mal zu sammeln. Ne? Was, ich war zwar mal als kleines Kind, aber da durfte ich ja nicht so viel mithelfen. Wie gesagt, Ferien und so. Aber wirklich mal anpacke, mithelfe, Maschinen kennenlernen.
Das wird mich halt auch schon mal halt reizen. Weil bei mir, ich komme ja aus einem Flachland, Speyer, ihr kennt, könnt ihr mal googeln, Speyer, Flachlander, Spargel etc. Die suchen viel Erntehelfer. Ja, genau, das ist ein Spaßfaktor, das stimmt. Das macht da mehr mit. Nur bei meinem G27 ist halt das Problem gewesen, dass und die Hängel, also wo du die festschrauben kannst, die sind kaputt. Also sind, ja, das heißt kaputt. Verschleiß. Manu wird jetzt direkt was anderes sagen, weiß ich. Aber dann habe ich mal so ein Stand-Wheel Pro geholt. Seitdem. Ja. Bleibt das. So. Gut, dann können wir jetzt auch das aktivieren. Perfekt. Dann werden wir den kleineren Kram da jetzt einfach noch verkaufen. Und dann haben wir eigentlich unsere Aufgabe für heute eigentlich erledigt. Na komm schon. Ah, super. Ja, wenn man gerade sagt Nachbar, ne? So. Ja. Säg den Baum um. Oh, cool. Wo hängt er? Ah, da hängt er. Och, Leute. Heute ist aber der Wurm echt drin. Er fährt einen Mist zusammen heute, das gibt's gar nicht. Vor allem erstmal das Denken, ey. So. Wo ecken wir jetzt an? Wir haben es geschafft. Raus hier aus dem Eck. Ach du liebe Güte, ey. Ah, das wird eine Aufnahme. Es gibt hier direkt mal 50 Dislikes, ey, wie fürs Fahrreiche können, ey. Meine Güte, der fährt der Scheiß zusammen, ey.
Ja, mal hart, ey. Also das habe ich beim 19er besser drauf gehabt. Viel besser. Beim 15er mit der Deichsel sowieso. So. Wenn dir dieses Video gefallen hat, freue ich mich, wenn wir uns in der nächsten Folge wiedersehen. Bis dahin, habt noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal, euer Bartalo. Ciao, ciao. Okay. Gut, das wusste ich zum Beispiel jetzt nicht, ne? Okay. Also, das wusste ich zum Beispiel jetzt nicht. Also ganz ehrlich.